So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Super Mario Land 2 6 Golden Coins 1992 für den Game Boy erschienen. So, was mir jetzt gerade eben aufgefallen ist, ich habe das nämlich mal kurz gestartet, ich bin jetzt aber noch nicht in irgendein Level gegangen, ich habe mal die Select-Taste gedrückt und mir ist aufgefallen, man kann Easy Mode einstellen, das wusste ich gar nicht. Was bedeutet das? Schreibt mir das mal in die Kommis. Ich bin dafür, dass wir jetzt auf jeden Fall nicht auf Easy spielen. Das heißt, wir wollen starten, denn das Projekt Super Mario Land 1 ist ja ziemlich schnell vorbei gewesen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Ach ja, Super Mario Land 2. Das habe ich richtig gefeiert. Die Melodie ist geil, der Soundtrack, allgemein die Steuerung, beziehungsweise die Gegner, die Level. Oh, da gibt es ja diese Horrorwelt. Genau, wir können hier auch zum allerersten Mal die Schildkröten, die Panzer hochheben und dann gegen Gegner werfen. Das war auch so ein neues Feature. Man konnte auch hier diese Drehattacke, in denen wir nach unten drücken, wenn wir dann in der Luft sind. Ha, wir können so vieles. Ja, ich weiß, das klingt irgendwie komisch. Und man merkt sofort, alles läuft flüssiger und so weiter und so fort. Es ist einfach ein Augenschmaus für jeden Fanatiker, der Super Mario feiert. Es ist heutzutage noch sehr, sehr gut spielbar. Ich feiere es einfach. Es hat einfach... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß noch genau, damals habe ich dieses Spiel zum Geburtstag bekommen. Ich glaube, wie Super Mario Land 1. Ja, ich meine schon. Und, ich war direkt verliebt. Ich habe nur das Cover gesehen und habe gesehen, wie Mario hat Hasenohren. Und denk mir, geil, das musst du dir holen, beziehungsweise das willst du haben. Ja, und dann habe ich das zum Geburtstag bekommen gehabt. Im Übrigen, diese Herzen geben wieder Leben, genau wie im ersten Teil. Und die Sterne hauen hier diesmal nicht ab. Die bleiben dann immer an gewissen Stellen. Und das hier sind Checkpoints. Und die Zahl bedeutet, ab wann man ein Leben bekommt. Ich glaube, ab 5 Gegner, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Und wir bekommen hier sogar die Feuerblume. Ja, und was ich cool finde ist, hier erkennt man das, dass man die Feuerblume hat, indem man so eine Feder oder so auf dem Kopf hat. Was ich eigentlich sehr stylisch finde. Ich finde, das sieht irgendwie viel besser aus als so die normalen, oder? Hat irgendwie was. Ja, was kann ich zu diesem Spiel noch sagen? Es waren wirklich viele, viele Tage und Autozeiten, wo ich dann quasi dieses Game gezockt habe. Und man kann mit der Feuerblume nur mit der Feuerblume diese Blöcke hier zerstören, wie ihr sehen könnt. Es gibt ja auch jede Menge Secrets und Bossfights bzw. Welten. Dazu kommen wir jetzt aber gleich, wenn wir das erste Level mal geschafft haben. Ich werde mir ein bisschen Zeit nehmen, das heißt, ich werde mich jetzt nicht abhetzen. Sollte ich Hilfe brauchen, um gewisse Secrets zu finden, Leute, dann schreibt mir bitte in die Kommis, wie es weitergeht, beziehungsweise was ich vergessen habe. So, das möchte ich euch jetzt mal kurz zeigen. Ihr wisst ja noch, im ersten Super Mario Land gab es auch schon zwei Alternativen. Wir gehen natürlich den oberen Weg, das heißt, wir kriegen eine kleine Bonusrunde und können wieder irgendwas abkassieren. Und das dürfen wir uns nicht so nehmen lassen, oder? So, der Greifhaken. Ihr merkt schon, da ist auch eine Karotte. Und die Karotte bedeutet so viel wie, ja, man kriegt die Hasenohren. Und wir haben natürlich 3 Leben bekommen. Das wollte ich auch haben, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich glaube, da habe ich so ein bisschen mehr Skill als wie im ersten Teil. So, ich kann euch jetzt was zeigen und zwar hier den Weg. Denn das ist quasi das Finale. Ihr seht schon, da oben läuft der gute Wario. So. Für jeden Bossgegner in jeder Welt gibt es eine, ja, Münze. Deswegen 6 Stück. Und wenn wir dann Game Over gehen, müssen wir nochmal alle Bossgegner, glaube ich, besiegen. Und das ist sehr ärgerlich. Und wenn wir hier reingehen, die Münzen, die wir so sammeln, die können wir hier ausgeben. Und dann bekommen wir gewissermaßen die Chance, ich glaube in Bonusrunden oder so, gewisse Sachen freizuschalten. Ach nee, nicht freizuschalten, sondern dann kriegt man ein paar Items oder auch Leben. Und ja, ich würde sagen, wir gehen in diese Welt als erstes, oder? In 3 Zone. Wie ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich habe erst 3 gesagt, das ist aber keine 3. Oder doch? Bin ich jetzt blöd? Nee, das hieß doch Baum, oder? Also, ja. Ihr wisst, Mr. Wild Jumper ist nicht so gut in Englisch. Also vergisst es, das, was ich manchmal sage. Ich meine sogar, hier gab es irgendwo ein Leben. Aber ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle. Naja, die Frösche fand ich immer cool. Die gucken nämlich so komisch. Und die können die Zunge so rausstrecken. Alter, die habe ich gehasst. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie einen Hass auf die. Ich mag diese Gegner absolut nicht.
Ja, absolut, ihr wisst Bescheid. Hundertprozentig nicht. Alter, wir haben ihn getroffen. Habt ihr das gesehen? Das war ultimativer Skill vom Feinsten. Ach, das ist so ein herrliches, abwechslungsreiches Nebenprojekt, was ich mir mal eben gönnen kann. Ach ja. Ich freue mich schon auf Super Mario Land 3, beziehungsweise auf Super Mario Land 1. Oder war das World? Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich meine, das war Mario Land. Ja, das war Mario Land, meine ich. Darauf freue ich mich auch extrem, weil das war auch noch ziemlich gut. Was ich jetzt aber dann ein bisschen krass finde, ist, ich weiß nicht, ob ich das 100% schaffen werde. Sollte ich das aber in Anspruch nehmen, dann müsstet ihr mir dabei helfen, wo ich denn vielleicht irgendwas vergessen hätte. Wenn da irgendeiner von euch da draußen ist, der wirklich so Fanatiker davon ist, von diesem Spiel. Alter, nein. Das lasse ich mir doch nicht durch die Lappen gehen hier, Leute. Ey, was soll das? Der will nicht abspringen. Nee, aber das wäre schon cool, wenn ihr mir da helfen könntet. Weil ich würde das schon gerne 100% machen. Und ich glaube, das kriege ich auch hin. Ach, solche Runden gab es ja auch noch. Ihr müsst das euch so vorstellen. Ab dem Punkt, wo ihr gegenspringt, bewegt sich das. Und da, wo die Mäuse sind, das wird dann durchgebissen. Verdammt. Wobei, es könnte sein, dass ich das Leben bekomme. Ja, wir bekommen das Leben. Habt ihr geschnallt, wie das funktioniert? Krass, ich wollte immer das Leben bekommen, weil wir haben bisher immer ein Item gehabt und... Ja, also ein Power-Up. Ach, dieses Level... Ah, das ist so geil. Das hier erinnert mich, glaube ich, an Harz. Ich glaube, das sollte auch Harz darstellen oder so. Also, wie nennt man das noch? Das ist, glaube ich, das Blut eines Baumes. Ne, das hieß doch Harz, oder nicht? Ich will jetzt nicht irgendwie Mist erzählen. Was ich sehr komisch fand, sind die Gegner hier. Ihr merkt, das sind so komische Kühe. Oder Stiere, wie auch immer. Die hier irgendwie herumlungern in einem Baum. Ich weiß zwar nicht, was das Ganze soll, aber... naja, sagen wir es mal so. Es ist abwechslungsreich. Okay, zum Glück können diese Dinger uns da nicht treffen. Ja, hier merkt man auch schon, wenn man einmal getroffen wird und man hat zum Beispiel eine Feuerblume, dann wird man nicht direkt komplett klein. Ich frage mich aber immer noch, der Easy Mode... Den kannte ich echt nicht. Das ist mir eben wirklich per Zufall passiert. Ohne Scheiß jetzt. Also... Ey, wirklich geil. Also, ich hätte damit nicht gerechnet. Das stand bestimmt damals im kleinen Handbuch, wo ich nie reingucke. Heutzutage würde ich sowas sammeln. Also, allgemein, ab der, ich glaube, GameCube-Zeit habe ich so Sachen gesammelt. Beziehungsweise, wo es dann diese besseren Hüllen gab. Alter, ich muss jetzt mal gucken. Wir müssen... Da kann man auf jeden Fall runter. Ich frage mich aber, was da jetzt unbedingt so toll sein soll, was da unten ist. Ich weiß jetzt nicht, kann man auf die draufspringen? Will ich jetzt gar nicht ausprobieren, wenn ich ehrlich sein soll. Oh mein Gott, wo landen wir denn hier? Ein Geheimweg? Ist das eine Abkürzung? Gibt es hier die Hasenohren? Ah, das war irgendwie zu erwarten. Ja, das könnte man mit dem Tanuki vergleichen. Wenn wir nämlich gedrückt halten, dann schwebt der die ganze Zeit, aber er fällt nach einer Zeit, wie ihr merkt. Und ja, wenn... Ah, verdammt, nein. Ah, ich wusste es. Ich wusste es, Leute. Wir haben es doch noch geschafft. Gott sei Dank. Ein bisschen Spannung muss ja drin sein, oder? Wir haben schon ziemlich viele Münzen. Bekommt man eigentlich auch ein Leben, wenn man 100 Münzen hatte? Weiß ich gar nicht. Ich bin dafür, dass wir den oberen Weg gehen, oder? Der scheint mir irgendwie... ein bisschen angenehmer als die unteren Wege zu sein. Ach, das ist so herrlich. Leute, ich könnte jetzt wirklich den zweiten Teil durchzocken, dann könnte ich den dritten durchzocken. Ach, so ein richtiger Zocker-Nostalgie-Abend und extra mit euch und ach, ihr könnt dann auch diese Harmonie spüren, wie ich mich darüber freue, dieses Spiel zu spielen. Es ist einfach, oh, Kindheitserinnerungen hoch 10. So, hier haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ich bin aber der Meinung, wir machen alle Level. Also, koste es, was es wolle. Das heißt, wir werden auch diese Level hier machen. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken. Okay, hier gab es nur eine Feuerblume, die wir schon haben. Gab es hier noch irgendwelche Wege? Was ich ganz cool finde, ist, wenn wir durch die Röhren gehen, dass das so ein schnelles Verfahren ist. Das fühlt sich so glitschig, so schnell an. Ja, ich, Alter, Leute, ist okay. Ich hab's schon verstanden. Worauf ihr wieder hinaus wollt. Immer dieses Zweideutige. Ich weiß Bescheid. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, dieses Level habe ich damals ein bisschen gemieden. Das war definitiv nicht so mein Ding.
Ich meine, ich habe immer den rechten Weg gewählt. Ja, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie ziemlich rechts. Aber so soll das jetzt nicht sein. Also nicht gemeint sein. Ihr wisst Bescheid. Alter. Meine Herren. Ja. Was kann ich noch so erzählen? Eventuell werde ich bald streamen. Ich weiß noch nicht, ob ich das auf YouTube mache oder auf Twitch. Ich muss mal gucken, wie sich das noch ergibt. Eventuell werden sogar Projekte mit der, also mit dem guten Panzerkralle kommen. Oh, wir haben die Hasenohren. Nicht zu vergessen, die sind ziemlich gut. Verdammt. Das ist ein bisschen riskant. Ich will's ausprobieren, Leute. Ah, komm schon. Mach keine Faxen, wir schaffen's. Ja, Gott sei Dank. Ja. Er und ich haben nämlich herausgefunden, wir haben viele gemeinsame Games, die wir so zocken. Alter, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Naja, Gott sei Dank haben wir die Hasenohren. Mit denen ist es schon ziemlich deutlich angenehmer als mit so einem Tanuki, das kann ich euch sagen. Wenn man gedrückt halten kann. Nee, aber man hat wirklich herausgefunden, so, boah, geil, du zockst die Games, ich auch. Und, boah, das macht das und das im Koop sehr viel Spaß. Und, was, die zockst du auch? Und, wir müssen zusammen Projekte starten. Habe ich richtig Bock drauf, wenn ich ehrlich sein soll. Vor allem... Panzerkralle ist eine coole Socke, der... ja. der PK. Komm, bitte. Nein. Nein, das will ich nicht. Ich hau ab. Ich hau ab, Leute. Nicht mit mir. Ich will die Hasenohren behalten. So, wir können natürlich auch wieder so entlang gehen. Also nach unten. So, dieses Level. Das ist Raupi, Leute. mussten wir jetzt da hoch, oder... Ach so. Ah, nee, wobei, scheiß auf die Hasenohren, ich glaube, hier wäre Feuer ein bisschen angebrachter, oder? Weil wenn man sieht, Alter, ohne Scheiß, man kann nur auf die drauf springen oder auf die drauf schießen, glaube ich. Ich glaube, ihr Stachel ist unverwundbar. Alter, so ein Stachel hätte ich auch gern. ja, ihr wisst Bescheid. Oh nein, ich glaube, die konnte man gar nicht töten. Ich glaube, auf die konnte man noch nicht mal drauf springen. Das sind die Buhus unter den Bienen, kann man das so sagen? Da, Biene Maya, Leute. ja. Die ist ein bisschen dick. Hast zugelegt. Alter, soll das? Der Sommer kommt bald, da musst du abnehmen. Ja, immer dieses Klischee, Leute. Oh mein Gott, der Sommer kommt, ich muss abnehmen, bla bla bla, und zugenommen im Winter, und habt ihr nicht gesehen, und keine Ahnung. Ich bin so froh, dass ich damit keine Probleme habe, Leute. Natürlich, sagen wir es mal so. Alter, die verfolgt uns sogar hier runter. Das ist uncool, Leute. Das feiere ich jetzt nicht. Ich muss jetzt mal gucken. Man kann auf jeden Fall dazwischen springen, das weiß ich. Und die Biene folgt uns. Das finde ich nicht so toll. Wo ist die? Okay, die ist verschwunden. Scheinbar kommt die immer nur an einer Stelle und dann haut die ab, weil wir zu schnell sind. Wir sind wirklich ein bisschen schnell unterwegs, kann das sein? Ja, pro Part vielleicht eine Welt schaffen? Vielleicht sogar zwei? Wer weiß das schon? Es gibt natürlich auch Welten, die sind ein bisschen kleiner, beziehungsweise da gibt es nicht so viele Level. Hier die Welt ist schon ein bisschen umfangreicher. Aha, wir bekommen auch mal einen Stern. Ob der was auch wirklich bringt, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich möchte auf jeden Fall ein Leben haben. Okay, ein Leben... Ah, zwei Leben haben wir noch bekommen. Ich hatte echt Panik. Hier die Stelle fand ich immer cool. Also diese Eier, die sehen irgendwie komisch aus und die sind in diesen komischen Piranha-Pflanzen drin. Ich habe nie den Sinn dahinter verstanden, was sie sich dabei gedacht haben. Also, da haben die wirklich ihren Fantasien freien Lauf gelassen. Und ich fand das gar nicht mal so schlecht. Oh, ja. Hätte ich mir ja schon denken können, ne? Wie kommt man da wohl hin? Natürlich so. Wie denn anders sonst? Ja, auf gut Glück, Leute. Verdammt. Naja, egal. Können wir trotzdem gebrauchen. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Level, wo der Boss ist. Ganz genau. Wir müssen vorher noch ein Level abschließen, bevor wir zum Boss kommen. Ich wollte schon sagen, wie kommt man da rüber? Nee, wir wollen fliegen. Hier gibt es auch die Paragumbas. Ich glaube, das war... War das das erste Mal, da gab es dann die Paragumbas? Ich glaube schon.
Nee, Moment mal. Die gab's doch schon in Super Mario Bros. 3. Und da gab's schon Super Mario Bros. 3. Alter. Das war knapp. Diese Eulen im Übrigen. Damit hatte ich damals sehr viel Probleme. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Ich habe mich auf jeden Fall nicht sehr viel getraut. Man merkt vielleicht, dass ich ein bisschen übermütig gerade bin. Ah, okay. Ich finde es cool, dass es hier diese Checkpoints gibt. Dass ich wenigstens weiß, aha, hier fängt man dann nochmal an. Was im ersten Teil ja nicht so der Fall ist, wo man auf gut Glück hoffen muss, ja, komm so weit, wie du kommen kannst. Und dann, ja, hat es gereicht, hat es nicht gereicht. Und es hat gereicht. Ich bin immer noch wirklich erstaunt über mich, dass ich es so weit schaffe. Also, ich glaube, ich habe wieder meinen Skill ein bisschen zurück, was Mario angeht. Weil ich momentan wirklich sehr viel Mario zock und es macht mir wirklich viel Spaß, Leute. Es ist wirklich die Zeit gekommen, wo ich aufnehme, wo ich euch auch, ja, gute LP, also LPs, bieten kann, wie hier sowas zum Beispiel. Und einfach nur Just for Fun Bock drauf habe. Und ja, da ist er, der Boss. Er ist jetzt gerade ein Ei am Legen. Und wir müssen auf ihn drauf springen. Er bewegt sich relativ schnell, aber er ist ganz einfach, weil wir müssen einfach immer hier chillen. Dann kommt der und ja, wir springen dann einfach auf ihn drauf und alle guten Dinge sind drei und dann hat er verloren. Und ich glaube, sonst macht er auch nichts. Ja, das war's auch schon. Und wir bekommen die erste Münze. Jetzt kommt der Sound. Oh, der ist so geil, Leute. Jetzt. Das ist so episch. Leute, ein Traum. Es ist ein Traum. So. Soweit ich weiß, gibt es in diesem Level keine Abkürzung mehr. Sollte ich mich täuschen, dann schreibt es mir in die Kommis, dann hole ich das nach. Bevor ich dann halt quasi zum Endboss gehe. Wisst ihr, was ich meine? Was war das hier nochmal für eine Stage hier rechts? Ich bin mir gerade unsicher. Wir gucken einfach mal, ja? Oh, ein Scrolling-Level. Ach, ich habe so ein komisches Gefühl. Ich wüsste eventuell, was es sein könnte. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich will ja sowieso jedes Level machen, also von daher lohnt sich das ja. Die Wolken, ist das so, das war ein Haar, habt ihr das gesehen? Ein Haar. Nein, also in der Wolke war der Buchstabe H. Keine Haare. Hier fallen keine Haare aus. Auch wenn ich nicht mehr, ja, was heißt viele auf dem Kopf habe. Eigentlich schon, aber Geheimratsecken, Leute, die sind nicht schön. Schade eigentlich. Ja, traurig aber wahr, wenn man alt wird. War das echt nur ein Scrolling-Level und mehr nicht? Dieses Level hat irgendwie nichts, finde ich. Außer, dass es Scrolling ist und ein paar Gegner. Sonst kommt mir das irgendwie vor wie... Als hätte man das schon so oft gesehen. Verdammt, jetzt habe ich wegen dem auch noch meinen Gegenstand verloren. Ich glaube, hier kann man einfach nur noch mal ein bisschen farmen und auf gut Glück ein paar Sachen holen. Ich bin dafür, dass wir jetzt hier hingehen. So. Dieses Level hat eine besondere Eigenschaft, und zwar diese Seifenblase. Und damit kann man quasi die Sprungtaste gedrückt halten und herumfliegen. Man könnte jetzt komplett oben entlang fliegen, was ich jetzt gerade verbockt habe. Deswegen gehe ich jetzt nochmal zurück. Okay, wir können nochmal zurück. Aber ich möchte jetzt gucken, was es hier gibt. Ja, also 100% zeigen. Oh, Alter. Jede Menge Geld. Es hat sich gelohnt. Also merkt euch die Stelle. Ja, sagen wir es mal so. Ja, 100% zeigen ist vielleicht ein bisschen weiter hergeholt. Ja, es macht ja schon Bock. Aber wenn man es sich einfach machen kann, warum nicht? Ich kann das Level ja quasi überspringen. Nur ich muss halt ein bisschen aufpassen, weil es dauert etwas, bis er wieder, ja, nach oben geht. Ich versuche hier die Sachen zu sammeln. Nochmal zurück. Ein bisschen Münzen farmen ist ja nie schlecht. Mir fällt noch etwas ein, was ich noch auf den Gameboy zocken könnte. Das habe ich damals durchgeschafft. Es ist wirklich ein schwieriges Spiel. Meine Mutter hat es auch geschafft. Das ist die Schlümpfe. Ja, genau, die Schlümpfe für den Gameboy. Das könnte ich auch mal für den Super Nintendo zocken, aber für den Super Nintendo ist es noch schwieriger. Im Übrigen, wir haben sogar beide Teile original. Ja,
Ganz genau. Ihr habt richtig gehört. Original. Alter, das war knapp. Boah, diese Frame-Rate. Rate, wie auch immer. Ist einfach grandios. Alter, diese Gegner. Es kommen bestimmt gleich noch mehr. So, wir halten uns jetzt weiter oben auf, weil wir haben das meiste sowieso schon gesehen. Weil, jetzt werdet ihr auch gleich sehen, warum ich die Seifenblase unbedingt haben wollte. Einen Augenblick bitte. Los, komm, mach hinne. Genau, deswegen. Damit wir die Bonusrunde bekommen. Tja. Und wo wir jetzt landen, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ey, wir bekommen das Leben. Korrekt. Komm, immer her damit. Ich will das Leben haben. Genau, Space Zone. Wir sind im Weltall. Und hier gibt es, ja, ich fühle mich jetzt wie in Galaxy, könnte man sagen. Man kann quasi umso höher springen, desto länger man den Sprungknopf gedrückt hält. Das ist eine coole Mechanik und für einen Gameboy, also für ein Gameboy-Spiel, gar nicht mal so verkehrt. Ja, diese Schweine im Weltall. Also, wie sagt man so schön? Wenn man einem nicht glaubt und derjenige sagt die Wahrheit oder sowas in der Richtung. Ja, ja, und Schweine können fliegen. Tja, da habt ihr es. Schweine können fliegen. Aber nur in diesem Spiel. Ja, woran erinnern mich die Schweine? An Frontschweine natürlich, Leute. Alter, für die PS1, Leute. Ein Traum. Ich habe ja schon Worms sehr gefeiert, aber Frontschweine, Leute. Boah, was würde ich geben, was würde ich dafür geben, das Spiel zu zocken? Es ist einfach so teuer gebraucht, weil es so selten ist. Es ist wirklich eine Rarität und ich ärgere mich darüber, dass ich es mir nicht damals einfach geholt habe. Wo ich mir so gedacht habe, ja komm, du willst es doch auch. Ich weiß, das klingt jetzt wieder komisch, aber ja, es ist einfach so. Die Stelle, muss ich sagen, ist ziemlich gut gelungen. Alter, du kannst auch so schießen. Du bist ein ganz schön gemeines Schwein, weißt du das? Ach ja. Wie das wohl ausgesehen hätte, wenn Yoshi mit im Weltall gewesen wäre. Ja, ich weiß, in Galaxy 2 sieht man das ja, aber ich meine jetzt hier zum Beispiel. So. Ah, komm schon. Perfekt. Wir haben es geschafft. Wir haben fast jedes Mal diese Glocke bekommen. Tja. Ja, wir lieben halt Glocken, ne? Ja, ihr wisst Bescheid. Jetzt, jetzt, jetzt. Perfekt. Boah, Leute, Leben für Leben. Aber glaubt mir, wir werden sie noch brauchen. Für das allerletzte Level. Ich habe aber das Gefühl, dass wir das sogar gut schaffen werden. Ich habe es irgendwie im Urin. So. Wir sind hier. Und danach kommt dann der Bossgegner. Das ist ein Scrolling-Level, wo wir quasi A gedrückt halten können und dann fliegen können. Ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich easy. Es gibt wirklich nur ganz selten schwierige Stellen hier. Und ich finde diese Sterne irgendwie cool. Normalerweise sind ja Sterne immer gut für uns. Aber in diesem Level nicht. Man sieht es ihnen auch an. Sie gucken sehr grimmig. Wir haben ihnen doch gar nichts getan. Stimmt's? Spätestens in Paper Mario werdet ihr mir nochmal helfen. Damit ihr Bescheid wisst. Alter. So Passagen fand ich immer sehr cool. Ich hab's damals voll abgefeiert. Beziehungsweise ich hab dieses Level gehasst. Es war wirklich schwer für mich. Ich war sowas von froh, wenn ich dieses Level geschafft hatte. Oh, wir bekommen nochmal eine Feuerblume. Immer her damit. Wobei, die bringt uns eigentlich nichts. Wir haben aber jede Menge Münzen. Halleluja. Münz für Münz. Ah, ja. Wenn es wirklich jemanden gibt, der Mario zu 100% durchspielt und wirklich jede Münze holt, der ist krank. Ganz ehrlich, der ist krank. Ich weiß ja nicht, eigentlich müsste man ja das als 100% gelten lassen, oder? Also manche sagen ja, die zocken 100%, aber die sammeln nicht jede Münze. Wobei das zählt ja nicht zu den 100%, aber... Ja, 100% bedeutet doch, man müsste alles sammeln. Das heißt auch gegen jeden Block springen. Aber das ist dann zu, ja, zu blöd, zu langweilig, das will keiner sehen. Da hat auch niemand Bock drauf, das kann ich auch verstehen. Das hier tut gut, Leute. Es fühlt sich einfach so schön an. Nein. Nein! Oh, aber wir sind Gott sei Dank nicht getroffen worden. Wir haben den Checkpoint erreicht. So lang geht das Level noch? Alter, der Part wird ein bisschen Überlänge bekommen, glaube ich. Wenn wir uns jetzt nicht beeilen.
Ja, doch, der wird ein bisschen Überlänge bekommen. Aber wir haben es jetzt gleich geschafft. Genau, hier. So, Bossgegner, Leute. Und der ist wirklich viel, viel schwieriger als der andere, den man kannte. Man merkt es vielleicht auch schon direkt. Er kann nämlich ein paar fiese Techniken, aber man kann eigentlich relativ simpel ausweichen. Man muss nur wissen, dieses eine Ding, was unten kommt, das hält da an, wo wir quasi, ja, landen, mehr oder weniger. Das heißt, ja, noch einmal. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt packen. Der Pisser ist nämlich ein bisschen fies, aber... Was? Wir sind doch auf dem drauf gelandet. Das ist mein Ego, Leute. Ich werde ihn jetzt noch besiegen in diesem Part. Und dann werde ich den Part beenden. Ich will noch zwei Welten abschließen, bevor wir dieses... Alter. Wisst ihr, da bin ich mit Groß eben durchgekommen. Oh nein, ich hetze mich jetzt ab. Das ist gar nicht gut. Das sind Lebensverluste. Nein, nein, die will kein Mensch sehen. Ja, man traut sich jetzt weniger. Alter. Ja, der Boss ist eigentlich ganz simpel, Leute. Ich habe mich selber wirklich total blöde angestellt. Ja, sagen wir es mal so. Der erste Treffer war wirklich... Ja. Der war für den Arsch. Man muss immer schnell sein. Am besten immer weiter nach vorne zu ihm vordringen, weil... Dann kann man ihn auch am besten erwischen. Und ich glaube, man kann ihn hinten nicht treffen. Ich glaube, das ist mit Absicht so. Deswegen... Verdammt, wenn man so von der Seite kommt, dann lohnt sich das nicht. Ist ja gut, Leute. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann, haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time.